Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer Kurt Tepper Wein Sonntagsakademie. Heute haben wir wieder die ganz besondere Freude, den zauberhaften Kurt Tepper Wein dabei zu haben. Hallo, lieber Kurt, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Ja, heute wenden wir uns wieder einem bewusstseinserhebenden Thema zu, nämlich Leben als der, der ich wirklich bin, als Gott. Lieber Kurt, das klingt ja wirklich nach einem augenöffnenden Thema. Was sollten wir uns denn da bewusst machen? Wenn wir uns dieses Thema bewusst machen, Leben als der, der ich wirklich bin, als Gott, da kommt gleich der Verstand und sagt, ja, jetzt geht's aber los. Also, oh, das ist ja ziemlich anmaßend hier, Gott sein zu wollen. Da bin ich also weit entfernt noch. Und da hat er recht. Mehr noch, er kann das nie erreichen. Er ist Teil der Illusion, genau wie das Ego. Aber der, der diese Illusion erlebt, der Beobachter, das ist Gott, das eine Sein. Und Sie werden merken, dass ich während unseres Gesprächs von du zum sie wechsle und umgekehrt. Denn mit Gott bin ich natürlich per du. Also wenn ich zu Gott spreche, dann sage ich du. Aber wenn ich zu den Menschen spreche, die als die sie in Erscheinung treten, dann sage ich natürlich aus Höflichkeit sie. Also machen wir uns einmal miteinander bewusst, wer wir sind. Und ich bedanke mich. Es ist mir einfach eine Freude, vor dieser, in dieser Götterversammlung zu sprechen. Und wir machen uns bewusst, es gibt einen Schlüsselfaktor, der das ganze Leben sofort in sein Ideal verwandelt. Und zwar jeden anderen ganz bewusst als Gott zu erkennen und zu behandeln und anzusprechen. Also auch am Telefon, per Zoom wie hier oder im direkten Gespräch. Aber auch ständig dich selbst als Gott zu sehen. Und dann stellst du fest, dass du, obwohl du Gott vielleicht vorher nie bewusst begegnet bist, sofort weißt, wie man sich Gott gegenüber verhält. Und dann verhältst du dich so, wie man sich Gott gegenüber verhält. Bei jedem, aber auch bei dir selbst. Also leben auch sie bewusst, bewusst als der Gott, der sie in Wirklichkeit sind. Und sobald sie bewusst Gott in jedem erkennen, der ihnen begegnet, erleben sie ein Wunder. Sie begegnen nur noch Gott. Sprechen auch den Gott im anderen an und erheben so jeden, der ihm begegnet, zu sich selbst. Erinnern ihn an sein wahres Sein. Und dann erleben sie wieder ein Wunder. Es antwortet immer der, den sie ansprechen. Wenn sie den Freund, den Nachbarn, den Bekannten ansprechen, antwortet der Freund, der Nachbar, der Bekannte. Aber wenn sie den Gott im anderen ansprechen, antwortet Gott. Also erleben sie sich gleich jetzt als ein vollkommener Ausdruck des Allerhöchsten. Und Sie wissen natürlich, einen Gott kann man nicht kritisieren. Über einen Gott kann man sich nicht ärgern, nicht mit ihm streiten, ihn nicht einmal beurteilen. Ein Gott kann man nur lieben, so wie er ist.
Denn Sie wissen ja, so unvollkommen wie er auch in Erscheinung treten mag als Mensch, von seinem wahren Sein ist er ja vollkommen. Also gehört seine scheinbare Unvollkommenheit auch zu seiner bewusst gewählten Lebenserfahrung. Korrigieren Sie also vor allem Ihr Selbstbild entsprechend, und dann wird Ihr ganzes Leben zu einem vollkommenen Ausdruck der Vollkommenheit, der Weisheit und Liebe des Allerhöchsten. Als erwachter Gott schaue ich mir selbst beim Leben zu. Bin bewusst im Hier und Jetzt und nehme wahr, was jetzt ist. Erlebe, ich bin der, der sieht und weiß, der, der ist, immer war und immer sein wird. Ich lebe bewusst als Beobachter. Ich bin hier nur vorübergehend zu Gast, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Und wenn ich meine Erfahrung erfüllt habe, meine Lebensabsicht, dann gehe ich wieder nach Hause und bin wieder eine Welle auf dem Ozean des einen, ein ungetrennter Teil des einen Seins. Oder ich lasse auch meine Individualisierung als Welle los und bin nur noch das eine Sein. Aber auch hier schon beim Beobachten verschwindet das Ich. Da ist kein jemand, der beobachtet, nur reines Sein, Wahrnehmung dessen, was ist. Heraustreten aus der Illusion des Ich, des Verstandes und eintreten in die ständige Wahrnehmung der Wirklichkeit hinter dem Schein. Und sobald Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Bewusstsein richten, beginnt es zu erwachen. Besser, Sie werden sich seiner bewusst. Der Bewusstsein ist immer wach und präsent. Das Denken entfällt, das heißt, der Verstand denkt weiter, das ist sein Wesen, aber Sie sind ja damit nicht identifiziert. Sie sind ja der Beobachter und damit entfällt das Denken für Sie und wird vollkommen ersetzt durch die Wahrnehmung dessen, was ist. Und so wie der Verstand denkt, so ist es die Natur Ihres Bewusstseins wahrzunehmen. Und Sie erkennen die Wirklichkeit hinter dem Schein. Und mit dem Wahrnehmen verschwindet auch das Ich, das es ohnehin nie gegeben hat, das aber meinte, alles regeln zu müssen, ohne es zu können. Die Identifikation mit dem Persönlichkeitstraum endet. Und die wahre Identität wird erlebt als ich bin. Ich war immer und werde immer sein. Aufwachen beginnt mit dem Beobachten. Sobald Sie beobachten, können Sie nicht anders als erwachen. Das Erwachen ist vollendet, wenn Sie fühlen die Wirklichkeit Ihres wahren Seins. Ich bin ewig. Das heißt natürlich auch,
Ich bin unsterblich. Fühlen Sie einmal, dass Sie unsterblich sind. Das ist Ihr wahres Wesen. Das kann sich der Verstand nicht vorstellen. Die Erfahrung hat er ja nie gemacht. Die kann er auch nicht machen. Aber Sie sind unsterblich. Und leben Sie ab jetzt ganz bewusst als Unsterblicher. Für mich war das eine ganz wichtige Erfahrung. Das gab so eine Sicherheit, so eine Souveränität. Mir kann hier nichts passieren. Ich bin unkaputtbar. Ich bin ewig. Ich bin unsterblich. Also die Tür zum Selbst, zu ihrer Wirklichkeit, geht nach innen auf. Und sie vollenden so die Geburt zu sich selbst, indem sie leben als Beobachter. Und mit dem Wahrnehmen, was sie ab jetzt ständig machen sollten, sind sie auch ganz in der Zeitlosigkeit des Jetzt. Denn wahrnehmen können sie nur jetzt. Sie können nicht vorhin wahrnehmen oder nachher. Das geht nur jetzt. Und dann sind sie nicht nur bei sich angekommen, sie sind auch in der Wirklichkeit des Jetzt angekommen. Es ist ein Erwachen aus einem langen Traum. Aus dem Traum, wach zu sein. Und plötzlich wird das Leben ganz einfach. Und ein Leben in der Leichtigkeit des Seins beginnt. In der Wahrnehmung dessen, was ist. Und dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Egal was passiert, entweder es ist mit Ihnen im Einklang, dann lehnen Sie sich zurück und genießen das Leben, oder es stimmt nicht. Der Verstand hätte jetzt ein Problem, für Sie aber als erwachtes Bewusstsein ist es, alles was passiert, eine Chance zum Besseren. Und sobald Sie ganz in der Wahrnehmung der Wirklichkeit sind, erkennen Sie, sobald Sie vor einer Aufgabe stehen, erkennen Sie sofort die Lösung. Und haben Sie eine Frage, nehmen Sie ja sofort die Antwort wahr, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten. Und stehen Sie vor einer Entscheidung, erkennen Sie sofort, was stimmt, welche Folgen das hat. Bewusstsein mit der Wahrnehmung öffnet die Tore des Lebens. Und es eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, die nur das Bewusstsein wahrnehmen kann. Und sie leben als der, der sie wirklich sind. Als Little Buddha im Alltag. Und sind bei sich selbst angekommen. Aber schauen wir mal, ob noch eine Frage ist, Sami. Ja, also bislang ist ja noch stiller Einklang, wie es scheint. Aber ich finde es wirklich ein faszinierendes Phänomen. Das eröffnet ja ein ganz neues Miteinander, wie du sagst. Das mal zu erleben, also wirklich zu fühlen, wenn ich selbst erkenne, wer ich wirklich bin und auch jeden anderen so behandle. Du sagst ja in einem Satz, es antwortet immer der, den sie ansprechen. Und das mal zu erleben mit ganz gleich welchem Gegenüber, einem Kind oder einem Kollegen oder einem Vorgesetzten, das eröffnet wirklich ein ganz anderes Miteinander. Davon bin ich jedes Mal aufs Neue fasziniert. Ach, schauen wir mal, hier ist doch gerade etwas in Erscheinung getreten, gerade eben, als du sagtest. Wie kann ich in der Wahrnehmung bleiben? Ja, da, so weit waren wir noch gar nicht. Da ist jemand Lehrer und möchte unterrichten und da muss man ja den Verstand gebrauchen, um einem Unterrichtsplan zu folgen, sagt die Steffi.
Das ist eine sehr häufig gestellte Frage und für den Verstand verständlich, für das Bewusstsein stellt sich die Frage gar nicht. Denn alles, was der Verstand kann, kann die Wahrnehmung besser, vollkommener. Also bleiben wir bei dem Beispiel, wenn ich Lehrer bin und einem Unterrichtsplan folgen muss. Dann kann ich das mit dem Verstand machen, was die meisten tun. Der Verstand kann sich irren, der kann was vergessen, der kann was falsch interpretieren, kann einen Fehler machen. Und das alles passiert der Wahrnehmung nicht. Die Wahrnehmung nimmt einfach wahr als Lehrer, was ist jetzt der nächste Schritt in meinem Unterrichtsplan? Was ist die beste Form? Wann ist der optimale Zeitpunkt? Und auf einmal brauche ich nur noch wahrnehmen, was jetzt zu tun ist. Und dann wird das Leben auch als Lehrer ganz einfach. Wahrnehmen besteht nur aus diesen 3 Sekunden, die wir jetzt nennen. Ich brauche also nur wahrzunehmen, was ist in meiner Aufgabe als Lehrer oder in welcher Situation immer ich bin, was ist jetzt der nächste Schritt? Und jetzt und jetzt. Und es gibt nie mehr Stress, denn im Jetzt ist immer nur eine Sache zu tun, nie zwei oder drei. Und auf einmal wird das Leben ganz einfach. Ja, gibt es noch was? Ja, da hat noch der Felix gefragt, sind denn kleine Kinder von Anfang an bewusst? Sind sie reines Bewusstsein? Tatsächlich ist es so, wenn wir Kinder sind, also auf diese Welt kommen und uns in einem menschlichen Körper wiederfinden, sind wir noch reines Sein. Wir wissen noch nichts von dieser Welt. Und wir sind vollkommen ewiges Sein. Und dann kommt da irgendwer und sagt, na du, wo bist du denn? Und wir sagen, was ist denn mit denen los? Wie sprechen die denn mit mir? Aber ich habe ja noch keine menschliche Sprache und kann das denen noch nicht mitteilen. Sonst würde ich als Neugeborenes sagen, kannst du auch vernünftig mit mir sprechen? Und mit der Zeit aber vergesse ich meine Wirklichkeit, weil ich mich ja in dieser Scheinsituation die ganze Zeit erlebe und glaube dann wirklich irgendwann ein Kind zu sein, geboren worden zu sein, gerade erst entstanden zu sein und vergesse die Wirklichkeit. Und das ist gewollt, denn wenn ich mit meiner natürlichen Vollkommenheit hier wäre, dann würde ich wahrscheinlich in dieser unvollkommenen Welt auf dem Absatz kehrt machen und wieder nach Hause gehen. Und damit ich mich aber auf die Erfahrung der Unvollkommenheit einlassen, denn ich kann meine natürliche Vollkommenheit nur im Spiegel der Unvollkommenheit erkennen, vergesse ich meine Vollkommenheit und habe damit die Chance, sie Schritt für Schritt wieder zu erinnern, zu erfahren, zu erleben und geistig in Besitz zu nehmen. Also machen wir uns bewusst, wir sind Götter, die auf die Spielebene schauen, auf ein Schachbrett und dort als Spieler in Erscheinung treten. Und Spielfiguren nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten bewegen. Wir gewinnen und verlieren in diesem Spiel des Lebens. Aber das ist nicht, worauf es ankommt. Worauf es ankommt, ist das bewusste Spielen, nicht das Ergebnis. Und sobald ich in der Illusion des Ich bin, im Verstand,
ist das Leben ein Kampf, Arbeit, mühsam, Enttäuschung. Und sobald ich lebe als der, der ich wirklich bin, ist dieses Leben ein Geschenk, eine fantastische Erfahrung, ein interaktiver Film. Ich kann mich zurücklehnen und den Film genießen, aber ich kann auch jederzeit eingreifen und den Film verändern. Die Ereignisse, das, was geschieht. Also es ist eine wunderbare Erfahrung. Und dadurch ändert sich natürlich auch ihr So-Sein, ihre energetische Signatur, das, was sie ausstrahlen, womit sie beim Leben ständig entsprechende Ereignisse bestellen. Jeder macht sich nämlich sein Schicksal selbst. Es gibt kein ungerechtes Schicksal. Und Sie sind der Einzige, der es ändern kann. Also auch, während Sie hier jetzt so dekorativ rumsitzen, verursachen Sie Zukunft durch Ihre energetische Signatur, die Sie ausstrahlen. Aber wenn Sie aufwachen, haben Sie die Chance, ständig bewusst online zu sein. Eins mit dem einen Sein. Und dann sind Sie nicht nur in der individuellen Wahrnehmung, sondern in der universellen Wahrnehmung. Sobald Sie wieder bewusst eins sind mit dem einen Sein, können Sie alles wahrnehmen, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Und Sie sind auch ein Magnet für die natürliche Fülle. Sie brauchen die gar nicht verursachen. Und Sie treten ein in das faszinierende Abenteuer Ihres wahren Lebens und werden sich zunehmend mehr der Ewigkeit Ihres wahren Seins bewusst und leben so in heiterer Gelassenheit, ganz gleich, wie die Umstände gerade sind. Der Verstand, das Ego, lässt sich von den Ereignissen beeindrucken und sagt jetzt, da habe ich ein Problem, das ist eine Schwierigkeit oder ich bin gerade in einer Krise, in einer katastrophalen oder vielleicht sogar aussichtslosen Situation. Für das erwachte Bewusstsein ist das alles ohne jede Bedeutung. Denn ich kann ja alles jederzeit ändern. Also ganz gleich, wie verfahren eine Situation noch sein mag. Ich kann sie ja jederzeit ändern, indem ich eine neue Ursache setze. Aber das kann das Ich nicht. Der Verstand auch nicht. Der kann nur arbeiten und was tun. Und vielleicht ein bisschen was ändern. Sie aber können alles jederzeit ändern. Das ist so, wie wenn Sie in einen dunklen Raum kommen. Dann spielt das überhaupt keine Rolle, wie groß der Raum ist, wie dunkel der ist, wie lange der schon dunkel ist. Sie drücken auf den Lichtschalter und da ist die Dunkelheit ja weg. Dann ist es hell. Also lassen Sie sich nicht mehr von Tatsachen beeindrucken. Tatsachen sind, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, Sachen, die mal so getan worden sind, die können jederzeit anders getan werden. Das ganze Universum, ihr ganzes Leben, ist eine Wirkung. Und jede Wirkung hat eine Ursache. Und jederzeit können Sie als erwachendes Bewusstsein eine andere Ursache setzen und erleben damit eine andere Wirkung. Und dabei erleben Sie fasziniert das Leben, das gleiche Leben wie bisher, als Geschenk. Weil sie sich nicht mehr von Tatsachen beeindrucken lassen,
sondern weil sie alles in jedem Augenblick ändern können. Und diese wunderbare Wirklichkeit wartet auf Sie, dass Sie sie entdecken, wahrnehmen und nutzen. Und dann treten Sie ein in das faszinierende, märchenhafte Abenteuer Ihres wahren Lebens. Schauen wir mal, ob wieder eine Frage ist. Ja, eine Frage gab es hier von dem Andreas. Gibt es neben unserer Schöpferkraft auch einen übergeordneten göttlichen Plan? Wer soll dem Allerhöchsten übergeordnet sein? Also, wir alle sind ungetrennte Teile des einen Seins. Eben wie eine Welle auf dem Ozean. Eine Welle ist individualisierter Ozean, aber sie ist noch immer Ozean. Eine Welle kann man gar nicht trennen vom Ozean, sonst wäre sie ja keine Welle mehr, sondern eine Portion Wasser. Also fühlen Sie einmal Ihr lebendiges Einssein mit dem Ozean des einen. Und dann fühlen Sie einmal, ob es eine übergeordnete Stelle gibt, geben kann. Und dann erkennen Sie, über dem Allerhöchsten ist nicht noch ein Allerallerhöchster. Das eine Sein ist die einzige Wirklichkeit. Die einzige Wirklichkeit in diesem Universum. Alles andere ist eine Illusion. Die Religion würde vielleicht sagen, ein Gedanke Gottes. Gott hat das eine Sein, hat dieses Universum gedacht. Natürlich denkt Gott nicht, hat er keinen Verstand, sondern der ist. Aber wir haben in unserer menschlichen Sprache gar keinen Begriff dafür. Also er hat ja das Universum geschaffen, auch nicht. Alles, was Gott ist, tritt in Erscheinung. Aber hören Sie mal auf die Weisheit der Sprache. Tritt in Erscheinung. Es ist ein Schein. Die einzige Wirklichkeit ist der Schöpfer. Aber das sind Sie. Sie sind das eine Sein. Also leben Sie auch ganz bewusst als das eine Sein. Gibt es noch eine Frage? Ja, da fragt die Britta, wenn ich meiner wahren Berufung folge, folge ich ja der Wahrnehmung, muss ich dennoch für mein Geschehen entsprechende Schritte einleiten, fragt sie. Also gibt es auch ein Tun? Aus dem Sein ergibt sich automatisch das Tun. Alle diese Fragen beantworten sich eigentlich selbst mit der Frage. Denn wenn ich in der Wahrnehmung bin und damit im Jetzt, erkenne ich ja, was jetzt zu tun ist. Also wie das Jetzt in Erscheinung treten will. Was das eine Sein durch mich jetzt in Erscheinung rufen möchte. Ja, und das tue ich dann. Also die Frage stellt sich gar nicht in Wirklichkeit. Gibt es noch etwas? Ja, da gibt es noch eine Frage von der Diana. Wie kann ich denn andere einladen, die zum Beispiel ein Problem haben? Da hat auch die, du hast ja von einem Raum des reinen Gewahrseins mal gesprochen, in dem wir andere einladen können. Wie mache ich das denn, wird hier gefragt. Auch diese Frage stellt sich natürlich nur dem Verstand und dem Ego. Denn wenn Sie Bewusstsein sind und in der Wahrnehmung, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf, wie mache ich das jetzt einem anderen bewusst? Wie lade ich einen anderen in den Raum der Wahrnehmung ein? Und dann nehmen Sie ja wahr, was zu tun ist. Und das wird bei jedem anderen anders sein. Also da können wir nicht
ein Rezept nehmen. Also ich mache das immer so, sondern das würde der Verstand machen. Der macht dann eine Gewohnheit daraus, wenn er mal eine Lösung gefunden hat. Sondern Sie als Bewusstsein in der Wahrnehmung nehmen in jedem Augenblick wahr, was stimmt jetzt für den anderen. Was ist hilfreich? Was kann er erkennen? Und dann tun Sie das, was jetzt stimmt. Und dann erleben Sie übrigens wieder ein Wunder. Machen Sie sich einmal bewusst, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Energie kommt zu Ihnen zurück als Ereignis, als Situation, als Lebensumstand. Und natürlich kann ein negativer Gedanke, ein negatives Gefühl nur eine negative Wirkung herbeiführen. Aber ebenso zuverlässig wie ein positiver Gedanke, ein positives Gefühl zu einem positiven Ereignis wird. Das gilt besonders für starke Energien wie Ärger, sich Sorgen machen, Stress, Angst. Machen Sie sich bewusst, haben Sie sich schon einmal geärgert? Da werden die meisten sagen müssen, naja, vorhin gerade oder ist noch gar nicht so lange her. Und dann machen Sie sich einmal als Bewusstsein bewusst. Und was hat das gebracht? Hat der Ärger Ihr Problem gelöst? Die Aufgabe erfüllt? War das Leben hinterher besser als vorher? Und dann erkennen die überhaupt nicht. Ärger macht alles nur noch Ärger. Ja, aber warum ärgern Sie sich dann, wenn das doch nichts bringt? Also, wenn Ärger die Aufgaben des Lebens lösen würde, würde ich mich andauernd ärgern, natürlich. Aber ich habe schon vor einer ganzen Weile, naja, ich lebe ja auch schon eine Weile in diesem Körper, habe ich erkannt, Ärger bringt nichts. Ärger löst keine Probleme. Ich habe mich das letzte Mal am 23. Dezember 1979 geärgert. Und das ist dann auch nie mehr vorgekommen. Und damals habe ich mich auch nur geärgert, weil ich ja schon wusste, dass Ärger nichts bringt, und habe mich trotzdem nochmal geärgert, weil diese Emotion kam im Ego. Und dann habe ich den Stecker der Identifikation gezogen. Und dann kann das Ego sich ärgern, wenn es will. Und der Verstand kann darüber nachdenken. Und ich nehme wahr, okay, was löst denn jetzt wirklich die Aufgabe? Und tue das, was stimmt. Und das sollten Sie auch tun. Also machen Sie sich bewusst, Sie können es sich gar nicht leisten, sich zu ärgern, weil Sie damit absolut zuverlässig eine ärgerliche Zukunft verursachen. Sie können sich nicht einmal leisten, schlecht gelaunt zu sein, weil Sie damit eine übellaunige Zukunft verursachen. Aber als Bewusstsein sind Sie ja auch nicht schlecht gelaunt. Können Sie gar nicht. Eine Laune hat nur ein Ich. Eine Meinung hat nur ein Verstand. Sie haben auch keine Verwendung für eine Meinung. Sie werden nie wieder jemanden fragen, was ist deine Meinung? Weil Sie das einfach nicht interessiert. Sie haben keine Verwendung für Meinung. Sie können ja wahrnehmen. Sie nehmen ja wahr, wie es wirklich ist. Also was brauchen Sie? Eine begrenzte Meinung. Und Leben wird dann wirklich sehr viel einfacher. Das heißt also, in dem, was in Ihrem Leben geschieht, spiegelt sich der Grad Ihres Bewusstseins. Aber anstatt unser Leben selbst zu führen, überlassen die meisten die Führung ihres Lebens dem Verstand und damit dem Ego. Und damit ist das gar nicht ihr Leben, denn das Ego hat seine eigenen Interessen. Das will nämlich ein angenehmes Leben haben. Bewusstsein hat keine Verwendung für ein angenehmes Leben. Das will hier seine Absicht erfüllen, den Grad des Erwachens erhöhen.
Und angenehm oder unangenehm sind Bewertungen des Verstandes. Das kommt im Bewusstsein nicht vor. Für das Bewusstsein ist diese Situation so, die Situation ist so und die ist eben so. Und für ein erwachendes Bewusstsein ist jeder Tag, jeder Augenblick eine Chance. Eine Chance, dem Leben eine ganz andere Anweisung zu geben und damit in ein ganz neues Leben einzutreten. Alles bewusst loszulassen, was mein Leben nicht wirklich bereichert. Leben Sie ab jetzt ganz bewusst und für immer als liebevolle Präsenz des Seins, als Botschafter der Vollkommenheit des einen Seins, sodass Ihr ganzes Leben zu einem immer vollkommeneren Ausdruck der Vollkommenheit des Seins wird. So verwandeln, ja verzaubern Sie Ihr ganzes Leben und leben als Little Buddha im Alltag. Denn wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und erwachen mehr und mehr zu unserer eigenen Größe, zu einem bewussten Teil des einen Seins, der einzigen Wirklichkeit. Sie sind weder jemand noch etwas. Sie sind auch nicht geboren worden. Und Sie können auch nicht älter werden. Und natürlich werden Sie auch nie sterben. Das sind alles Erfahrungen, die nur Ihre menschliche Erscheinungsform macht. Und das gehört zu den Erfahrungen, wegen der Sie gekommen sind. Sie sind ewiges Sein und machen hier die Erfahrung eines Anfangs. Das gibt es nicht im ewigen Sein. Oder heranwachsen. Lernen, was ist das denn? Das brauchen Sie nicht als ewiges Sein. Sie sind ja allwissend. Oder krank werden. Wie geht das denn? Was ist das eigentlich? Aber gut, wenn es dann soweit ist, merken Sie das dann schon. Aber dann machen Sie die Erfahrung. Schmerzen kennen Sie als Bewusstsein natürlich auch nicht. Alter, was ist das denn? Sie können ja nicht altern. Sie sind ja ewiges Sein. Also eine vorübergehende menschliche Existenz, die altert auch und die endet auch irgendwann. Ein Ende gibt es auch im ewigen Sein nicht. Und dann erleben Sie ganz bewusst ein Ende, ein Verlöschen. Aha. Und dann ist Ihre menschliche Existenz gestorben. Natürlich ist niemand gestorben. Das ist die gleiche Erfahrung, wie wenn Sie abends Ihre Kleider ausziehen und gehen ins Bett. So legen Sie am Ende Ihrer Lebenserfahrung Ihr menschliches Erfahrungsinstrument ab, weil Sie keine Verwendung mehr dafür haben zu Hause und gehen nach Hause. Und haben wieder mal eine wunderbare Erfahrung gemacht von lauter Dingen, die Sie als ewiges Sein nicht kennen. Und während Sie hier sind in dieser Erfahrung, können Sie alles jederzeit ändern. Sie können von einem Augenblick zum anderen ein idealer Partner sein und damit in einer erfüllenden, harmonischen Beziehung leben. Und von einem Augenblick zum anderen können Sie bewusst den Weg der Freude gehen und leben bewusst in der Leichtigkeit des Seins. Machen Sie sich bewusst, es gibt keine Probleme. Es gibt auch keine schwierige Situation. Das ist ein Urteil Ihres Verstandes. Für das Bewusstsein ist diese Erfahrung so und diese Erfahrung ist so und diese Erfahrung ist so. Und entweder sie stimmt, dann lehnen Sie sich zurück und genießen sie, oder sie stimmt nicht.
dann ist sie eine Chance zum Besseren. Dann können Sie sagen, danke Leben, dass du mich aufmerksam machst mit diesem Problem für den Verstand, mit dieser Schwierigkeit, mit dieser Krise, mit was auch immer. Für Sie ist das nur noch eine Chance zum Besseren. Schauen wir noch mal, ob es noch irgendeine Frage geben kann. Ja, da ist eine interessante Frage von der Pia. Wenn ich mich der Präsenz des Allerhöchsten öffne, macht es da noch Sinn, einzelne Engel oder Erzengel um Unterstützung zu bitten? Also erstens mal Gegenfrage, wer will sich dann dem Allerhöchsten öffnen? Wer war denn vorher verschlossen gegenüber dem Allerhöchsten, dass er überhaupt sich öffnen könnte? Das ist eine Frage, wie Sie sehen, die wieder aus dem Ego gestellt ist, aus dem Verstand. Sie sind das Allerhöchste. Sie können da nicht eintreten, weil Sie gar nicht raus können. Also können Sie sich auch nicht gegenüber dem Allerhöchsten öffnen, weil sie ja nie verschlossen sind. Also, Sie merken, wenn wir hinter die Fragen schauen, als Bewusstsein, die Frage erübrigt sich, die kann sich gar nicht stellen für ein Bewusstsein, die kann sich nur stellen für einen Verstand, für ein Ich. Aber noch was? Ja, das wird auch immer wieder gefragt von der Monika. Wie kann ich den Menschen, die schlimme Dinge tun, als Gott sehen? Was kann da hilfreich sein? Das fällt mir schwer. Ja, es gibt keine schlimmen Dinge. Ja, das Ganze ist doch eine Illusion, ein Film. Das ist so, als wenn Sie fragen, wie kann ich damit umgehen, wenn im Film jemand zu Unrecht verfolgt wird oder gar umgebracht wird? Ja, gar nicht. Es ist ein Film und Sie machen die Erfahrung des Films. Es passiert ja nichts hier. Alles das hier, was wir das Leben oder die Realität nennen, ist Illusion. In Wirklichkeit passiert gar nichts. Es geht nur darum, wie Sie mit dieser Illusion umgehen, welche Erfahrungen Sie mit der Illusion machen. Die Erfahrungen sind echt. Die Illusion ist nur eine Illusion. Also wenn ein Mensch schlimme Dinge tut, wie die Dame sagt, dann ist das erstens ein Urteil des Verstandes, weil es keine schlimmen Dinge gibt. Und zweitens ist das ein Ausdruck seines Unerwachtseins, seiner Ego-Identifikation, dass er eben seine Interessen in den Vordergrund stellt und verfolgt und gegen einen anderen ist. Wenn ich aber weiß, der andere, das bin ich auch, und alle anderen, das bin auch ich, das ist alles das eine Sein. Ja, wie kann ich dann gegen einen anderen sein? Und wenn einer so wenig erwacht ist, dass er das noch nicht erkennen kann, dann kann ich den nicht dafür verurteilen oder gar bestrafen, sondern dann braucht er meine Hilfe. Dann begegne ich ihm, um ihn an sich zu erinnern, ihn wieder zu sich selbst zu erheben, damit er die Wirklichkeit erkennt. Und wenn ich ständig online bin, also bewusst eins mit dem einen, Sie sind sowieso eins mit dem einen, aber das nützt nichts, solange Sie sich dessen nicht bewusst sind, solange Sie es vergessen haben. Das ist wie ein Millionär, der vergessen hat, dass er Millionär ist. Der ist arm dran. Der hat ja nur das, was er bei sich hat. Er weiß ja nicht, dass er Millionär ist. Aber sobald er sich wieder erinnert, merkt er, das war ja die ganze Zeit da. Das war ja nicht verschwunden. Ich habe es nur vergessen. Also machen Sie sich bewusst, Sie sind vollkommenes, ewiges Sein. Sie sind vollkommen. Sie müssen hier nicht an sich arbeiten, um vorwärts zu kommen, ein besserer Mensch zu werden. Sie sind vollkommen. Vollkommener geht nicht. Sie können sich nur wieder an sich erinnern. Und dann leben Sie in heiterer Gelassenheit.
erkennen die Aufgabe des Jetzt und tun, was jetzt zu tun ist. Und erkennen, Liebe ist ihr wahres Wesen. Wir sind erst bei uns angekommen, wenn wir Liebende geworden sind. Und wenn sie Liebende sind, dann tut ein anderer nicht schlimme Dinge, sondern dann ist er noch wenig oder gar nicht zu sich selbst erwacht. Und dann bestrafen sie ihn nicht dafür, dass er schläft und träumt, sondern helfen ihm, wach zu werden. Und dann erkennen sie, wir alle sind als Menschen verkleidete Götter, die miteinander das Spiel des Lebens spielen. Wir gewinnen oder verlieren, aber worauf es ankommt, ist bewusst das Spiel des Lebens zu spielen und das Spiel zu genießen. Denn es ist nur ein Spiel, um bestimmte gewünschte Erfahrungen zu machen. Und die Bereitschaft, die Reise des Erkennens der Wirklichkeit anzutreten, kann jederzeit gewählt werden. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Treten Sie bewusst ein in die Wirklichkeit Ihres wahren Seins. Und dann erkennen Sie, es braucht auch keine Zeit, um der zu werden, der Sie sind. Denn das sind Sie ja schon. Sie brauchen sich nur wieder erinnern. Und auch wenn der Verstand daraus wieder einen langen Weg und einen Prozess und viele Schritte macht, mit Enttäuschungen und Rückschlägen, in Wirklichkeit ist Erinnern ganz einfach. Erinnern Sie sich einmal an Ihren letzten Urlaub. Ja, Sie richten Ihre Aufmerksamkeit drauf und erinnern sich. Da ist kein Prozess, kein Weg, keine Schritte. Erinnern ist ganz leicht, ganz einfach. Und Sie erkennen, alles, was bisher war, war nur die Vorbereitung auf das wahre Leben, das unmittelbar vor Ihnen liegt. Und es beginnt genau jetzt. Also schauen wir, ob trotzdem noch ein Verstand da ist, der eine Frage hat. Ja, da fragt die Angelika noch, wie ist das mit dem Erwachen? Ist das ein Prozess über einen längeren Zeitraum? Ja, hat sich gerade beantwortet. Aber Sie machen ja alle die Erfahrung jeden Morgen. Wie ist denn das Erwachen? Ist das ein Prozess? Brauchen Sie da eine bestimmte Technik mit gewissen Schritten? Also erst öffne ich einmal die Augen, dann mache ich 3 tiefe Atemzüge, dann strecke ich meinen Körper, dann schlage ich die Decke zurück und stehe auf. Oder wie? Sie stehen morgens auf, Sie erfinden da nicht jeden Morgen eine Technik, wie Sie das wohl machen, wie Sie diese Aufgabe des Erwachens bewältigen wollen, wie Sie Hindernisse überwinden. Sie wachen halt auf, wie Sie aufwachen und stehen auf, wenn Sie bereit sind. Wo ist das Problem? Da ist nirgendwo eine Schwierigkeit. Die macht nur der Verstand daraus. Also eigentlich stellen wir fest, alle Fragen beantworten sich eigentlich mit der Frage. Da ist die Antwort immer enthalten. Schauen wir mal, vielleicht ist noch eine Frage und dann schauen wir mal darauf. Ja, also hier wurde noch gefragt, wird auch öfter mal gefragt. Es geht ja oft darum, anderen zu helfen, die irgendein Problem haben. Was mache ich denn, wenn der andere sich nicht helfen lassen will, wenn der einfach nicht will? Wurde hier gefragt. Also, was machen Sie denn als Gott, wenn ein anderer Gott sein Leben allein leben möchte und möchte nicht, dass Sie da eingreifen? Ja, die Frage stellt sich nicht. Dann respektieren Sie natürlich, dass dieser Gott die Erfahrung alleine machen möchte, und dann schauen Sie zu, wie er die Erfahrung alleine macht.
Da war gar keine Frage, die man beantworten kann. Aber vielleicht haben wir doch noch eine. Ja, hier wird jetzt natürlich zu Dingen gefragt, für die Worte existieren. Wie ist das mit dem Channeln? Ist das dann die Verbindung mit dem Allerhöchsten oder was ist da? Was wird da gechannelt? Oder eine bestimmte Wesenheit? Das ist wohl die Frage. Jetzt schauen wir mal hin. Ist das eine Frage? Natürlich nicht. Sie hat die Frage schon beantwortet. Channel, beim Channel antwortet der, den ich channle. Ja? Und wenn ich den Allerhöchsten channle, dann antwortet der Allerhöchste. Aber das sollte ja Ihr Normalzustand sein. Also wozu brauchen Sie channeln? Auch so eine moderne Form, mit irgendjemand Verbindung aufnehmen, Verbindung mit dem einen sein. Wie können Sie Verbindung aufnehmen zu dem, der Sie ja sind? Da können Sie keine Verbindung aufnehmen. Sie können sich nur daran erinnern. Und wenn Sie eine Frage haben an das eine Sein, ja, Sie sind ja das eine Sein, dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Antwort. Also Sie sehen, alle Fragen, die für den Verstand eine drängende Frage sind, eine wichtige Frage, vielleicht eine entscheidende Frage, die beantwortet sich eigentlich aus sich selbst, wenn Sie als erwachtes Bewusstsein hinschauen. Ja, dann hat sich alles das erledigt. Und es ist Ihre Wahl. Sami, möchtest du noch irgendwas sagen, bevor ich zum Schluss komme? Also es ist ganz viel Dankbarkeit. Viele können das schon erleben. Und es gibt noch einige Fragen, aber die können wir uns ja gleich anschauen. Also danke. Okay. Also, viele können das schon erleben. Nein, alle können das erleben. Nur viele erinnern sich daran und erleben es bewusst und die anderen merken das gar nicht. Dass sie es ja die ganze Zeit erleben. Also, es ist einfach nur eine Frage des Erwachens. Und das ist ihre Entscheidung. Und dann stellst du fest, wenn du erwacht bist, du bist du selbst, das ist alles, was zu tun ist. Du brauchst dich nur wieder zu erinnern. Du musst die Wirklichkeit nicht herbeiführen. Die ist ja wirklich. Die ist ja die ganze Zeit. Ich muss mich nur erinnern. Und das führt zu vollkommener Gesundheit, zu Langlebigkeit, zu Stressfreiheit, Wohlbefinden, zu Glück. Mit einem Wort, zum wahren Leben. Und zwar von einem Moment zum anderen. Und es ist das Einzige, was zu beachten ist. Und jeder kann es sofort erleben. Und ich spüre, das ist es, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Jetzt bin ich endlich in der Wirklichkeit meines wahren Seins angekommen. Und erkenne, da war ich die ganze Zeit. Ich hatte es nur vergessen. Aber das ist vorbei. Jetzt erinnere ich mich wieder. Viel Freude in diesem neuen, märchenhaften, wahren Leben. Und das verwandelt alle Bereiche deines Lebens sofort, ohne jeden Übergang, entsprechend dem Grad des Erwachens und dem Grad der Konsequenz, mit der du das tust. Aber sie wissen erst, was sie können, wenn sie es versucht haben. Und wenn der Verstand da wieder eine Schwierigkeit sieht, ein Problem, ein Prozess, einen langen Weg oder die Unsicherheit, ja, wie mache ich das denn? Dann erinnern Sie sich einfach an die Hummel. Die Hummel hat 0,7 Quadratzentimeter Flügelfläche
bei 1,3 Gramm Körpergewicht. Nach den bekannten Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel also nicht fliegen. Die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach. Also fliegen auch Sie einfach. Machen Sie sich bewusst, der vollkommene, weise, erleuchtete, Ihr wahres Sein wartet nur darauf, dass Sie sich erkennen, erinnern, eintreten in die Wirklichkeit Ihres wahren Seins. Und wenn Ihre Zeit gekommen ist und Sie das Geschenk des Lebens ausgekostet haben, verlassen Sie bewusst einen gesunden Körper, weil Sie am Ziel sind. So wie Sie am Ende einer Fahrt aus dem Auto aussteigen, weil Sie angekommen sind. Und Sie sind wieder ganz bewusst eins mit dem Ozean des einen. Willkommen zu Hause. Und mir war es eine Freude, den Göttern, mir selbst zu begegnen. Eine Begegnung in der Wirklichkeit des wahren Seins. Viel Freude in Ihrem neuen, erwachten, märchenhaften Leben. Danke, lieber Kurt. Es hat wieder das Sein und die Seele berührt. Und ihr könnt gerne auch nochmal Tschüss sagen, wenn ihr wollt. Jetzt muss ich mal schauen. So, hier ist es. Mir wird schon gesungen, höre ich gerade. Ich habe euch wieder stumm geschaltet, aber ihr könnt euch auch selbst wieder einschalten. Also, ich glaube, das war wieder sehr, sehr hilfreich für euch, für uns, für die Welt. Will das eine sein. Eben musste ich schmunzeln. Da hatte doch der Felix geschrieben, wenn es keine Zeit und kein Altern gibt, dann gibt es ja diese jungen und alten Seelen gar nicht. Da habe ich mal gehört, es gibt auch keine alten Seelen, nur langsame Lerner. Schön, dass du es auch noch mitkriegst. Das wollte ich eben schon fast sagen, aber so ist es ja. Im Grunde ist es ja alles jederzeit erreichbar. Entscheidend ist ausschließlich der Grad Ihres Erwachens. Und alles, was Sie erleben, Ihre Realität, ist ein genaues Spiegelbild Ihres So-Seins. Und Sie entscheiden, wie es weitergeht. Wenn Sie jetzt eintreten in die Wirklichkeit Ihres wahren Seins, kann die Realität nicht anders, als das wiederzuspiegeln. Und dann hat es endlich begonnen. Das faszinierende Abenteuer Ihres wahren, märchenhaften Lebens als Geschenk.